Herzlich willkommen zu einer kleinen Sound- und Präsentationsvorführung einer Digitalisierung. Hier ist eine ganz besondere Digitalisierung und den Umbau selber habe ich jetzt nicht vorgestellt. Ich habe ein anderes Video, wo ich zeige, wie man den Loktyp exakt umbaut. Es handelt sich um eine Steins, um eine Weihnachtssteins und da kann man einfach den Drive L mit dem SX6 zusammen, also den Drive L steckt man einfach auf die Schnittstelle drauf, die in der Lok ist. Den SX6 steckt man an, den kann man hinter die Platine für das Schalterelement zwischenstecken und die Schallbox klebt man unter die Decke. Deswegen ist das eigentlich ein ganz einfacher Umbau. Hier ist jetzt noch ein bisschen was Zusatzfeatures bekommen. Wir haben den Sound der Weihnachtssteins mit den beiden Jingles für Jingle Bells und Stille Nacht. Und dann zeigen wir einmal, wie dieses Fahrzeug kommt. Wir können hier in der Lok jetzt über F8 den Rauchgenerator schalten. Licht natürlich, das dimmt sich leicht hoch und runter. Und wir haben unseren Weihnachtsbaum vorne eingebaut, der natürlich auch beleuchtet ist. Dieser Weihnachtsbaum ist einfach, die Kabel kommen einfach aus dem Lampenglas raus. Das wird mit angeschlossen, dann wird das hier etwas festgeklebt mit einem Tropfen Heißkleber. Und ja, das ist dann eigentlich auch schon das Einzige, was man machen muss. Ich habe den Weihnachtsbaum gedimmt auf 30% Helligkeit ungefähr, weil das reicht, weil sonst erzeugt das hier sehr viel Wärme auf der Platine bei 100%. Und ich habe noch an dem Ausgang, ist angeschlossen an Funktionsausgang 2, ich habe noch eingestellt, dass es langsam hoch und runter dimmt. Also nicht sofort an- und ausgeht, sondern hoch und runter dimmt. Wohingegen ich bei den Lampen, also Ausgang CV 51 und 56, also für Licht vorne und Licht hinten, habe ich den Wert 228 eingestellt, dass hier die Helligkeit 100% ist mit Auf- und Abdimmen. Weil die Lok hat ja eine integrierte Regelung, damit die Lampen nicht durchbrennen. Ja, und jetzt kommen wir mal zu den interessanteren Sachen. Ich sage es vorweg, durch die Handyaufnahme wird das jetzt vermutlich etwas schrebbelig klingen. Ich kann es leider nicht ändern. Aber machen wir doch einfach mal. Ich mache nicht den ganzen Song, sondern nur etwas. Und dafür mache ich gleich noch den anderen. Habe ich auch ausgeschaltet den Song, dann kommt so das Ende vom Lied noch einmal, ist ganz cool. Die Schallbox klebe ich einfach da oben hin und das Kabel habe ich mit Lampe runtergeführt. Das war's. Thank you.